Gibt nichts Besseres. Golf und die Berge. Und das in Kombination. Bisher ist es meine allerbeste Runde, glaube ich, an die ich mich je erinnern kann, Flo. Ich bin eine Aachener Print. Hier, Doc Lenkes. Ich hoffe, dass er gelingt, Schlag. So Hit and Hope. Gelasert hast du nicht, ne? Nee. Zucker. Zucker. Bravo. Mach schon. Man kann ja das Masters Merchandising nur in Augusta kaufen. Igel! Yes! Gut Golf aus dem Golfclub München-Eichenried. Wir spielen die Runde AC heute, 18 Loch. Ich spiele vorgabewirksame Runde, sprich es geht um mein Handicap. Und der Platz hat Tourniveau, denn die BMW Open stehen vor der Tür. Auch heute habe ich einen wunderbaren Spielpartner, den ich mich schon sehr freue und den ihr sicher schon mal gesehen habt. Also der ein oder andere, der Golffan ist. Flo Bauer, hi Flo. Hallöchen, wunderbar ist im Auge des Betrachters. Das gucken wir dann mal gleich. Das gucken wir. Also er kann überragend Golf spielen. Flo arbeitet bei Sky, er turnt da immer wieder rum auf den großen Turnieren. Du warst in Augusta das letzte Mal, ne? Ja. Und jetzt in Hamburg bei der Porsche European Open. Cool, wir sind sehr gespannt auf Flos Geschichte. Ihr könnt kommentieren, Abo dalassen. Dann schauen wir mal, ob heute was geht. Für dich geht es um nichts, ne? Sollen wir so ein kleines Side-Dings machen? Ja, wir machen. Ja, okay, ich putze deine Schläger, wenn ich verliere. Okay, ganz normales Lochwettspiel. Okay? Ganz normales Lochwettspiel. Ich habe, glaube ich, 3,5 als Jumpvorgabe. Du hast 7,4. Kriegst. Will keinen vor. Okay. Wir spielen ohne Vorgabe. Und vielleicht kannst du ja mal so einen gut Golf einbauen bei einem Interview, oder? Man muss dazu sagen, der Sebastian hat jetzt echt sehr, sehr, sehr beharrlich immer wieder nachgefragt. Und ich hatte eigentlich immer das Nein auf den Lippen, habe dann irgendwann gesagt, wir müssen das tun. Deswegen jetzt aus voller Überzeugung gut Golf. Danke und da sieht man wieder mal, dass sich das bezahlt macht, ne, lieber Flo. Also Flo hat die Ehre, darf anfangen. Gut Golf. Flo, man muss ja dazu sagen, du machst einen kleinen Kaltstart jetzt, ne? Ja. Also Driving Range ist für Amateure. Amateure. Driving Range ist für Anfänger und Amateure. Auch Schlaf. Na, man muss dazu sagen, Flo kommt gerade aus dem Sender, hat bis eben noch gesendet und ist natürlich ein vielbeschäftigter Mann. Also gut Golf. Boah, ist der schlecht. Heieiei. Ball im Spiel, ha? Gelasert hast du nicht, ne? Nee. Ja. Sehr gut. Uiuiui. Also das wird sportlich. Das wird interessant heute. Oh je. Der war nix. Und dann. Das ist ein schöner Putt. So puttet man zum Paar. Pärchenfaust. Pärchenfaust. Da macht sich Flo immer lustig drüber. Nein. Oh, aber dir kann man das ja schenken. Ja, danke. Die Richtung stimmt nicht. Ja, aber das ist ein guter Ballflug. Das ist ein guter Schuss. Ja, der schaut schön aus. Ja, der ist aber zu kurz. Flo, du bist ja auch Mitglied, ne? Ja. Wie findest du die neue A2? Haben sie ja neu gemacht in dem Jahr? Ich finde sie grundsätzlich mal sehr schön. Die ist viel schwerer, als sie aussieht. Und ganz ehrlich, ich bin so froh, dass nicht das zweite Loch schon so ein 205 oder wenn der hinten steht, 215 Meter Brett ist. Weil der Wind kommt hier fast immer von vorne. Oh, wenn du einen schlechten Tag hast, dann kannst du dich hier an den ersten zwei, drei Loch schon komplett zerstören. Und so ist das deutlich benutzerfreundlicher, würde ich sagen. Wie oft kommst du gerade zum Golfspielen? Ich meine, du bist ziemlich busy, ne? Viel unterwegs. Ich war aus den letzten 9 Wochen, bin ich 7 unterwegs gewesen. Ich habe ja auch 2 Kids und so und spiele so gut wie gar nicht. Ich spiele auch Mannschaft für Aschheim allerdings, nicht für Eichenried. Ich habe in den letzten 3-4 Monaten vielleicht 3-mal gespielt. Aber es ist für mich der schönste Moment, um runterzukommen, alles zu vergessen. Gibt nichts Besseres. Golf und die Berge. Und das in Kombination. Haken dran. Flo und ich kennen uns übrigens von Sky. Ich habe ganz früher mal bei Sky gearbeitet. Wirklich ganz früher? Ganz früher, schon lange her. Aber da war Flo auch schon da. Ich meine, du bist ja jetzt schon seit wie vielen Jahren bei Sky? Ich bin im 10. Jahr. Wow. Sehr souverän. Zum Paar. Da ist es. Yes! Die Birdie-Faust. Birdie-Faust. Die gibt's, nimmst du lieber, ne, als die Paar-Faust. Ja. Nicht schlecht. Loch für dich. Der bleibt im Zweifel in diesem Baum hängen und liegt dann irgendwo davor. Also den Baum hat er nicht aber bekommen, da ist der Abschlag gut, ne? Du hast nichts mehr mit diesem hohen Gras dahinter zu tun. Oh. Du hast ihn da ja ganz schön hingelegt. Ja, perfekt. Kurzes Gras ist wichtig. Oh, ist das schlecht, Flo? Aber der ist durch, hinterm Baum. Und dann.
Was war denn dein Highlight dieses Jahr, wenn du sagst, du warst zu viel unterwegs? Playoffs, ganz klar. Die PGA Tour rollt einem den roten Teppich aus. Die finden das so geil, wenn du mit kreativen Ideen da hinkommst. Wir haben beim Players diese Schnitzel-Challenge mit Sepp Stracker gemacht. Das war ganz witzig. Erzähl nochmal, was habt ihr da gemacht? Ich habe Sepp Stracker letztes Jahr bei der BMW Championship interviewt und bin quasi, ich war sein Shuttle-Fahrer. So, wir sind eine Dreiviertelstunde Auto gefahren. Und dann habe ich ihn gefragt, wie sehr vermisst du zu Hause? Dann meinte er schon sehr. Ich sage, warum? Ja, wegen des Essens. Und dann sagt er, aber das Gute ist, dadurch, dass es hier nirgendwo ein gescheites Schnitzel gibt, habe ich es kochen gelernt und bin jetzt ein sehr, sehr guter Schnitzelkoch geworden. Da habe ich gesagt, zählen können viele, das musst du unter Beweis stellen. Habe ihm heute die Hand drauf gegeben und habe gesagt, komm, wir beide kochen mal gegeneinander und kochen ein gutes Schnitzel. Und das muss dann irgendjemand bewerten. Und sein Management hat das beim Players eigentlich schon abgesagt, diesen Dreh. Er hat dann overruled und meinte dann so, nee, ich habe es dem Flo zugesagt, wir müssen dieses Ding auf jeden Fall machen. Dann haben wir gemeinsam Schnitzel gekocht. Welche Schnitzel war denn besser? Die waren beide furchtbar, weil wir natürlich vor lauter Reden und Labern überhaupt nichts abgeschmeckt haben oder so. Die waren beide schlecht, aber seins war besser. Ich habe kein Loch auf diesem Platz seltener Birdie gespielt als das. Und die 7. Hast du jedes schon Birdie gespielt? Ja. Was ist dein Platzrekord? 73, glaube ich. 73? Mhm. Sit. Nee. Oh. Jawohl. Mitte Dose, schön. Wir bleiben geteilt. Guter Kontakt, sehr gut. Danke. Schön. Da liegt er gut. Du kommst aus dem Rheinland, ne? Ich bin eine Aachener Printe. Hier, Doc Lenkes. Ja, aber ich bin nach fast 20 Jahren München sozialisiert, so wie man München sozialisiert sein kann. Komm bitte runter. Ja, Mitte grün. Ah, den gebe ich leider so ein bisschen Rechtskurve mit. Boah! Geh rein! Ah. Ja, siehst du, jetzt wird der natürlich viel zu kurz. Lauf, Junge, lauf! Lauf! Naja, aber ein guter Putt. Ah. Sehr gut, die spielst du gut. Aber es ist erst die Doppelbogey leider. Als ich den Platz das erste Mal gespielt habe, so vor 12 Jahren, war der schwer, aber er hatte keine Seele. Und das finde ich jetzt so geil, wenn die Bäume wachsen, wenn die reinkommen. Der Platz kriegt jetzt eine Kontur, der kriegt einen Charakter. Und das finde ich so schön. Also ich spiele hier mittlerweile so gerne. Die Leute erzählen ja immer, die ganzen Stromleitungen, so ein Blödsinn, die siehst du doch nicht. Aber das ist ein wunderschönes Loch. Angeschlagen, ne? Ja, der geht da durch. Alles gut. Interessanter Treffer. Ja, aber der liegt super. Ja. Ah, schade. Hast ein Baumproblem. Das war witzig, weil hier ist mir so ein Käfer über die Schulter gekrabbelt und den siehst du dann aus dem Augenwinkel. Probieren wir es mal. Das ist jetzt so ein, ich hoffe, da sage ich Linkschlag. So Hit and Hope. Ja, aber der war doch gut. Jetzt geht er übers Grün hinaus. Der hätte beinahe den Fahnenstock getroffen. Von hier hat Noah Pudelko das letzte Mal eingelocht. Stimmt, korrekt. Ne? Das war von hier drüben. Schönen Gruß an dieser Stelle. Video blende ich jetzt hier oben ein. Auch wenn er das eigentlich nicht verdient hat. Sehr, 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 sehr guter Freund, muss man sagen. Ja, ist er, ne? Ja. Können wir schon mal Werbung machen. Ja. Ein völlig Golfverrückter. Schlecht. Sehr gut. Kriege ich die Parfaust in der Luft. All square. Wieder. Stichwort Schlägerputzen. Flo? Noch viel Golf zu spielen. Erzähl kurz die Geschichte, sie ist so legendär. Wo war es Players, ne? Players, wir hatten uns dazu entschlossen, Matthias Schwab zu folgen. Und dann mache ich quasi so On-Course-Kommentar und folge der Gruppe. Und wenn der am Fairway ist, gehe ich zum Grün, dass wenn er irgendwie eine schwierige Lage hat, dass ich den Ball auflösen kann und dann halt so ein bisschen drüber rede. Und ich fahre mit dem Kart da lang und plötzlich hörst du nur vor. Und ich mache halt irgendwie den hier relativ entspannt, das ist ja schon tausendmal vorgekommen. Bist du selber gefahren? Ja, selbstverständlich. Kommt der Ball einmal auf und ich höre nur so klapp, 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 wie so ein Flipperautomat. Da ist das Ding wirklich bei uns von oben nach unten ins Trinkfach, wieder zurück, zack. Und dann blieb dieser Ball bei uns im Kart liegen und wir haben halt, ja, 5 Meter da
dahinter angehalten und dann kam der Kollege Schwab. Der fand das gar nicht witzig. Und dann hat er mich dann irgendwann gefragt, meinte so, ja, wo ist denn der Ball ins Kraut rein? Also wo ist denn stehen geblieben? Und meine Antwort dann an ihn war live auf dem Sender, welchen Winkel hätten Sie denn gerne für den nächsten Schlag? Da kann ich Ihnen sagen, wo es gewesen ist. Die Regel ist ja, du musst zurückfahren dann und den da dann ablegen. Nee, da wo er zum Stillstand kommt. Ach so, also hättest du auch noch 20 Meter weiterfahren. Ja, ich darf das Auto dann nicht nochmal bewegen, aber genau. Gab es sowas schon mal vorher? Keine Ahnung. Die Wetten sind im Zweifel 1 zu 15 Millionen oder so. Dann muss es dir Interviews geben, ne? Ja, genau. Es war witzig. Bisschen rechts. Ah, der ist okay. Super. Geil, was das für Low-Spinner sind. Ja. Ich habe 168 bis Pin und das ist der Blick. Okay, das ist natürlich fies. Nein! Naja, aber der liegt da in Ordnung. Der schaut gut aus. Der schaut sehr gut aus. Yes! Igel! Yes! Das nehme ich. Igel gibt's Doppelfaust. Gibt's Doppelfaust. Mit einem Birdie würde ich gerne verlieren, wirklich. Oh, lass ich den kurz. Schade. Hätte eh nicht gereicht. Schönes Igel, Junge. Danke. Schönen Gruß an Jonas Friedrich. Du und Jonas, ihr seid die Einzigen, die ich kenne, die die Füße noch eingepackt haben in Plastik. Ja, das hat das ist Sicherheit. Man muss es immer in Plastik hüllen. Schönen Gruß an Bester Jonas Mann, Friedrich. Jonas Friedrich. Ja, auf jeden Fall, mit dem gibt es auch eine Maschine. Gibt's auch ein Video. Ja, wird jetzt hier oben eingeblendet. Hier genau. Rechts oben ein bisschen Bunker gefährdet, ha? Nee, der ist drüber. Get in the hole! Boah, was mache ich denn heute für Bälle? Alter Schwede, wo hau ich denn jetzt da hin? Ach, ist das schlecht. Und dann. Ja, der ist drauf und rollt wieder runter. Der ist nicht gut, Flo. Naja, falscher Break. Yes! Putten kann er. Putten kann er. Oh, schade. Zwei. Er ist wieder ein bisschen links leider. Sage mir eine Länge. 166. Was spielst du denn jetzt für einen Schrott? Wirklich. Ist jetzt schade. Boah, der ist schnell. Bravo. Bravo. Den kann der Flo. Den schenken wir ihm. Oh. Doch nicht geschenkt. Das ist schon noch ein ganz schönes Stück. Zu vier. Ein auf. Vier muss sie hier nehmen. Aber verdient. Da nicht hin. Wobei der ist noch links vom Bunker, da hast du Glück mit. Der ist gut da, wenn er über die Bunker geht. Ich habe dich ja gefilmt, um die Ästhetik deines Golfschwungs von vorne zu zeigen. Hast du festgehalten? Na, gute Freunde. Ja. Du musst ja mit den anderen guten Freunden muss das ja geteilt werden. Aber du bist ja gar nicht auf Social Media unterwegs. Nein. Ne? Warum nicht? Ich finde es scheiße, dass das unfassbar Depressionen fördert, weil du immer nur die Peaks siehst und die geilen Sachen und die eingelegten Chiasamen und dass der Sonnenuntergang hier und da. Und keiner. Eine Golfrunde in Eichenried bei bestem Wetter. Ja, wobei das ist ja für mich noch nicht mal Social Media, diese YouTube-Geschichten, aber so dieses ganze Rumgepost und hier habe ich was und da bin ich so toll. Das ist eine Selbstdarstellung. Die Leute zeigen ja auch immer nur wirklich sowas so ganz Tolles. Es ist nicht meins. Aber Flo, was ich dich noch fragen wollte, du hast zwei Kinder, die sind noch jung, ja? Aber die werden sich früher oder später damit ja auch auseinandersetzen. Wie willst du das dann handhaben? Ich weiß es noch nicht. Dafür sind sie zu klein mit 8 und 4,5. Aber ich bin schockiert, dass wir im Schulsystem, in unserer Ausbildung, das spielt einfach keine Rolle. Die werden nicht ausgebildet. Die haben überhaupt keine Ahnung, was es ist. Der ganze Medienansatz, der wird nicht thematisiert. Das ist so gefährlich, weil es so ausufernd ist. Und keiner schützt sie davor. Woher sollen wir es denn auch selber wissen? Also, das finde ich schade. Keine Ahnung, im Zweifel brauche ich Hilfe dabei. Und du musst sie auf den Golfplatz holen. Das wäre das Allerbeste. Das wenn sie draußen sind, haben sie keinen Bock, vor irgendeiner Glotze zu sitzen. Und viel Zeit geht drauf. So, genau. So, Flo,
Und nu? Nochmal die 7. Witzigerweise stand ich in diesem Bunker eben und dachte, kannst du gleich nochmal schlagen. 168. Korrigierst nochmal. 1,6. Ja, das mit dem vollen Gegenwind. So, ich zeige euch jetzt mal What's in my bag, die neue Grafik. Schaut mal, wie das alles glänzt und funkelt. Schläger rechts eingeblendet. Ich muss euch sagen, ich liebe die Schläger schon jetzt. In Flo's Bag gucken wir natürlich auch gleich. Er kommt nicht an. Ist kurzer. Mal zu Mal wird der Platz fertiger. Schaut mal, hier sind sie alle, die Legenden, die hier aufschlagen bei den BMW International Open. Ich habe das als Kind ja immer geliebt, so Aufbau, auch auf dem Oktoberfest in München. Wenn dann die Zelte aufgebaut wurden und die Vorfreude, die dann schon so ein bisschen spürbar war. Und so ist es hier auch. Oh, ich spiele den mal fertig. Jawohl. Und dann. Oh, ist ganz schön lang sogar noch. Der wahrscheinlich krasseste Putt, den ich hier an diesem Loch hatte. Ja, das ist ein anspruchsvoller Putt. Aber, ich sag mal so, wenn du den jetzt machst, dann haben wir ja unseren viralen Hit. Nein, der kommt nie im Leben an. Der ist zu soft. Der ist dafür sehr gut. Oh. Schade. Boah, sind das Low-Spinner. Also das sind die geilsten Misshits ever. Der ist super, der liegt 50 Meter vor dem Grün. Ja, der war wirklich ein Misshit. Ja, klar. Aber ich sage, ich spiele den Driver zum ersten Mal. Aber der Paradigm ist Hammer. Ja, der ist wirklich Hammer. Flo, ja. What's in your bag? Was hast du drin? Ich habe einen Scotty Cameron Putter. Den habe ich mal gewonnen, weil ich Nearest to the Pin auf einem Turnier gewonnen habe. Habe mir den nur einen Inch länger machen lassen. Dann spiele ich Helix Wedges. 60 Grad, 56 Grad. Und dann habe ich einen 50 Grad Wedge. Das ist eigentlich auch einer meiner Lieblingsschläger. Dann habe ich Pitching Wedge bis Eisen 3 hoch. Das Eisen 3 allerdings als Driving Iron. PXG Next Gen 2. Das Driving Iron spiele ich im Moment sehr selten. Das war früher einer meiner Lieblingsschläger. Aber ich komme in letzter Zeit so wenig zum Golfspielen. Es ist unglaublich. Ich meine, ich treffe keinen Ball. Dann habe ich ein Dreierholz von Tour Edge und einen Driver von Tour Edge. Und was hast du noch immer dabei? Was zu trinken, was zu essen? Och, ich habe immer so ein paar Riegel dabei, so ein paar Proteinriegelchen dabei, aber auch nicht viele. Und ich trinke eigentlich immer Leitungswasser. Ja. Ich habe so zwei 0,75 Liter Flaschen dabei, so Aluminium-Dinge, und die mache ich mir. Und jetzt kommt's. Was haben wir? Man kann ja das Masters Merchandising nur in Augusta kaufen. Es gibt kein Merchandising vom Masters irgendwo auf der Welt, außer in diesem Fanshop, der pro Stunde 950.000 Dollar Umsatz macht. Ja. Oh ja, der ist gut. Zucker. Zucker. Bravo. Dafür feiern wir den Flo. Ja. Hast du gut gerettet. Ich mach schon. Putten machst du echt sehr gut. Danke. Sehr, sehr schön. Danke. Zu 4. Du hast dich dann wirklich mit Augusta angelegt, und wie war das dann? Also du hast Regeln missachtet, oder? In deren Augen ja. Am Ende wollte ich gutes Programm für unsere Zuschauer machen. Ich habe dich ja ein paar Mal gesehen da in so Schalten, also da ist ja genau abgesteckt, wo ihr euch aufzuhalten habt, und das ist dann bei dieser Dreilochanlage, ne? Genau, bei dem Par-3-Platz. Und da ist kein Monitor. Du darfst nirgendwo Handys auf der Anlage benutzen. Wird das abgeklebt? Wie wird das überprüft? Wenn du ein Handy dabei hast auf dem Platz, kriegst du lebenslang die Akkreditierung entzogen. Ach. Gibt's eine schöne Geschichte, hat ein Typ eine Spielervermittlungs- oder Spielerberateragentur gekauft. Ging nach Augusta, holt sich seine Akkreditierung, zückt Handy, macht ein Foto, kommt ein Marshall, sagt: Akkreditierung her, du raus, bist jetzt erstmal gesperrt. Hat gerade 150 Millionen in so eine Firma investiert und ist dann schon wieder nach Hause gefahren. Da sind die sowas von knallhart. Wie sprichst du mit der Redaktion? Ja, das ist das Problem. Du kannst nicht mit der Redaktion sprechen. Und ich habe dann an dem Sonntag, glaube ich, 10 oder 11 Promoschalten, auch in alle unsere anderen Formate. Formel 1, Handball, Fußball, erste Liga, zweite Liga, Vorlauf, Nachlauf, Halbzeit, diese ganze Geschichte. Ich krieg nichts mit. So, und wenn Sebastian Hellmann sieht, da hat gerade irgendeiner einen Igel gespielt und ist jetzt auf 11 untergegangen, hat einen Schlag Vorsprung,
Dann fragt er mich natürlich, hey, gerade haben sich die Ereignisse überschlagen, was war denn da los? Und ich weiß nicht. Ich habe keinen Monitor, ich kann es nicht nachvollziehen und nichts. Und dann habe ich denen gesagt, dass das so nicht geht und dass wir einfach auf mehr Support angewiesen sind. Sehen Sie anders. Okay, und dann das ist wirklich sehr schade. Ja, da gibt es ein bisschen Ärger. Ich lasse mich dann auch nicht so einfach abschütteln. Ja, super. Oh, der war gar nicht schön. Aber nichts kaputt. Oh, der ist lang. Nein. Sit. Auch schnell. Schade. Ja, danke schön. Vielen Dank. Danke. Danke schön. Zu fünf. Geteilter Bauer. Ja. Schaut ihr Golf in Deutschland? Schreibt es mal in die Kommentare und verratet uns, wie viele Stunden ihr so im Monat Golf guckt. Also jetzt nicht auf YouTube, sondern im Fernsehen bei Sky, weil da laufen ja die meisten Turniere. Ne? Was habt ihr so vor in den nächsten Jahren? Wir haben alles. Ne? Das muss man echt sagen. Wir haben jedes Major, wir haben alle Touren, wir haben die LET. Jetzt das Einzige, was wir nicht haben, ist die LPGA. Wir haben viele Damen-Majors, wir haben die Korn Ferry Tour Highlights, wir machen die PGA Tour Champions immer. Mir ist es unglaublich wichtig, den Menschen da draußen auch zu sagen und hoffentlich zu zeigen, dass wir diese Sportart wirklich gerade transformieren wollen. Es ist ein bisschen stehen geblieben über die letzten 20 Jahre, weil sich auch bei Sky fairerweise niemand so richtig mit Herzblut oder auch mit Expertise für die Sportart drum gekümmert hat. Und deswegen reißen wir gerade viele Strukturen auf, drehen jeden Stein um, stellen alles auf den Prüfstand, haben mit dem neuen Kanal natürlich eine Riesenbasis geschaffen, dass wir mindestens 12, eher 16, 17, 18, teilweise 19 Stunden Live-Golf am Tag haben. Das ist so genial und ja, da sind wir sehr fleißig. Seit wann bist du denn Golfchef? Seit 2 Jahren. Ich habe das vorher schon so ein bisschen kommissarisch gemacht. Und wo geht's hin? Dahin, dass es analytischer wird, moderner wird, dynamischer wird, vitaler, lebendiger, entertainiger. Könnt ihr mal so eine gute Golffolge zeigen bei euch? Die mit dir? Ja, die zeigen wir. Ich will noch mehr machen, ich will mehr Expertise reinholen. Wir haben jetzt mit Sebastian Heisele einen Ex-Profi mit reingeholt, was wirklich schön ist. Wir geben uns wirklich, wirklich viel Mühe, um da gerade Golf 2.0 zu machen. Ui. Oh, trifft die Leitung. Hat er, ne? Ja. Oh, der war ja gar nicht schön. Ja, der ist okay. Da ist er gut. Endlich noch mal ein Kontakt, ey. Wenn der lang genug ist, ist der perfekt. Ist geil, weil er auf dem Weg aufkommt. Und jetzt rollt er da den Hügel hoch. Zu fünf. Wenn du den machst, ist es dein Loch. Doppelt. Wenn ich nicht mache und in 2 reingehe, sind 3 im Pott. Boah, der hat Speed. Der hat sehr viel Speed. Wobei, das braucht er auch. Ja. Oh, sehr gut. Jetzt haben wir 3 drin. Ja. Ist das schlecht, Flo? Was sind das für Schüsse? Den triffst du am Schaft? Ist auch nicht schön getroffen. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Ja. Ja. Ui, jetzt. Ja. Yeah. Der ist gut. Oh. Ne. Zu 5. So, ich mach den jetzt zum Gewinn, hä? Mhm. Dann ist diese Folge Gut Golf nämlich vorbei. Dann gibt's nichts mehr. Gratulation. Oh, meine Schläger werden glänzen. Oder das Glück, die sind eh neu. Perfekt. Ja. Besser kannst du nicht schlagen. Ja. Ja, der dreht rein. Der ist da auch okay.
Bisher ist es meine allerbeste Runde, glaube ich, an die ich mich je erinnern kann, Flo. Jetzt muss ich es nur nach Hause bringen, ne? Machst du sehr gut. Und ich werde dir weiterhin seelische Unterstützung geben. Vielen Dank. Das tust du auch. Du bist, mit dir macht es viel Spaß, finde ich. Du bist angenehm. Erzähl uns noch was über dich. Was war denn so der beste Score, den du je gespielt hast? Und wo willst du noch hin? Oder ist dir alles egal? Mein bester Score war eine 67 im Golfclub Castrop-Rauxel, meine ich, wäre es damals gewesen. Und du, golfmäßig. Ich kann gar nicht mehr irgendwo hin eigentlich, weil ich genieße das. Ich ärgere mich nicht. Weißt du, wenn ich schlecht spiele, ich ärgere mich nicht. Das ist mir sowas von völlig egal. Balltreffen ist schön, Balltreffen macht Spaß, aber sich nicht zu ärgern, wenn man ihn nicht trifft, ist für mich das Schönste, was es gibt. Also ich hatte vor 2 Jahren, war, glaube ich, meine schlechteste Runde eine 4 über für die ganze Saison. Das war super. Da lief es total. Aber jetzt irgendwie, ich habe so ein paar Bugs im Schwung drin, an denen ich nicht arbeiten kann. Ich stehe nie auf einer Range oder so. Das also auch ist dann, kein Unterricht mehr bei einem Pro. Ja, ich gehe ab und zu mal zum Training von unserer Mannschaft und so. Aber nochmal, ich bin aus den letzten 9 Wochen 7 weg gewesen. Ja. Wann willst du das machen? Ja, klar. Keine klar. Chance. Bags mit dafür mir ist es einfach. Zu schwer. Mhm. So nach genau. Madrid. Ja, genau. Tage sind von 9 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts mindestens. Das ist nämlich das, wer sich vorstellt, Sportreporter sein, ist nur Gaudi. Das wenn man viel, das so macht Arbeit, wie du. Ja, genau. Gut. Flieg. Flieg. Flieg! Bravo-Schlag. Er ist zu kurz. Ist viel zu kurz. Yes. Bravo. Schönes Birdie. Wichtig. Ja. Par. Ja. Ah, der ist sehr gut. Und down. Oh, der ist leider viel zu kurz. Spiele ich nochmal das Bogey. Er ist weg. Weißt du, auf welcher Bank wir sitzen? Helena Dümmler. Hast du ja geguckt? Mhm. Super. Die schönste Stimmung auf dem Golfplatz ist die am Abend oder am Morgen? Ja. Nee, abends. Abends. Finde ich. Bravo. Ah, schlecht gelesen. Fokus, Junge. 4, blödes Bogey. 2 dumme Bogies jetzt gerade, ne? Ja, einer kann immer passieren, der war schade gerade, das stimmt. Der war schade, der darf nicht passieren. Hinter uns steht ein Flight. Siehst du dann so aus dem Augenwinkel und da bist du dann abgelenkt. Trotzdem immer noch eine saustarke Runde, um nicht zu sagen, meine bisher beste. Sowieso in Eichenried und die beste dieses Jahr. Das letzte Paar 5 ordentlich zu Ende spielen. Nein. Ich habe ihn aufkommen sehen. Der ist besser, aber auch rechts. So, ist hier ins Wasser. Jetzt kommt der dritte. Der war gut. Ja, so nicht. Jetzt ist gerade der alte Sebi wieder da. Er ist wieder gut. Dankeschön. Danke. Thank you. Ach. Dankeschön. Mir hat viel Spaß gemacht mit dir. Schöne Runde, Junge. Sehr gut gespielt. Das waren 18 Loch in Eichenried. A und C, meine bisher beste Runde in dieser Saison. Das bleibt mal festzuhalten. Den Score seht ihr unten eingeblendet. Flo, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Dito. Wir werden dich weiterhin verfolgen natürlich und überall sehen auf den großen Turnieren. Wo geht's als nächstes hin? München. Hier. München. Nächste Woche. Okay. Mhm. Ich hoffe, das Video ist bis dahin dann schon fertig. Ja, liegt an dir. Ja. Ihr könnt kommentieren, ihr könnt ein Abo da lassen. Schläger putzen? Machen wir. Aber nicht mehr heute. Nicht mehr. Machen wir. Machen wir. Das wird dann nachgeliefert, Flo. Gut Golf. Gut Golf. Kommentiert, lasst ein Abo da.